Na, da haben wir ja den vierten besiegt. Ja, ne, der nächste Gegner ist Rafael Diaz. Er meint, er wäre was. Doch die Wahrheit ist, er ist nichts. Er ist ein Nothing. Denn Carlos the Baker sah ihn und was machte er? Er zerstörte ihn. Wie man es so macht. Du verstehst? Hui. Kämpfer kommt zu Besuch. Hey Mann, rat mal, wer vorbeikommt, mit dir zu trainieren. Joseph Benavides, der Kerl hat jede Menge Energie und ich denke, du wirst schon. Ja, wie soll ich sagen? Er nur enorm davon profitieren, etwas Zeit mit ihm zu verbringen. Du verstehst, was ich meine. Sei also bereit. Bis später, Mensch. Mike Dawes. Wow. Kämpferbesuch, da bin ich ja mal gespannt. Ist der das? Was ein Fighter. Wow. Bist bereit? Dann los. Weiter, weiter, weiter! Mensch, ich war noch nix. Super. Gut gemacht. Okay, konzentrier dich. Oh Mann, hier, los hier. Die Runde ist fast vorbei. Nur noch 30 Sekunden. Gib jetzt noch mal alles. Hey, ich drück du die richtige. Weißt, dass du das kannst. Mach schon, arbeite. Sehr gut, das sieht toll aus. Wenn ich nach rechts machen will, dann geht es gar nicht. So ein Mist. Genug zugehört, jetzt wird gearbeitet. Nee, ohne Richtung, Los, Taste, gib mir Power zack. rein. Hey. Das sind die letzten 30 Sekunden. Konzentrier dich! Okay. Nein, ach, Gute Mist, ich und Bewegungen. meine falschen Tasten immer. Oh, falsch rum. Sehr gut. Nur noch 10 Sekunden. Lass dich nicht überrumpeln. Warte, ist so. Wenn du so kämpfst, wie du trainierst, bist du im 0, nichts. Na ja, das ist. Bereit? Dann legen wir mal los. Die Runde ist fast vorbei. Nur noch 30 Sekunden. Gib jetzt noch mal alles. Vorbei. Nur noch 10 Sekunden, das packst du.
Okay, du musst dich unbedingt bewegen. Daran musst du weiter arbeiten. Schade, schade. Hätte keinen Hund erreicht. Als nächstes sehen wir einen Kampf im Weltergewicht zwischen Bone Crusher und Magic Man. Wir müssen ihn besiegen. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a jiu-jitsu fighter, holding a professional record of... Wo kommt der her? Vila Vela Brasil. So. Lasst uns gewinnen. So, wir sind auf der anderen Seite. Warum liege ich da gerade auf dem Boden? Eigentlich ist das eine fertige Situation. Scheiße. Schön auf die Glocke hier. Der Ringrichter fordert sie auf, wieder hochzukommen. Was war das jetzt? War das Disqualifikation? Nee, wir waren, glaube ich, zu aufeinander und haben gesagt, auseinander und so. Das ist mir gar nicht so, aufgefallen, will ich es nicht sagen. Man, ich sehe ja, was hier abgeht. Nee, ich muss zurück, ich muss zurück. Gute rechte Gerade, aber daneben. Schöner Konter mit dem Kerl. Guter Kniestoß zum Körper. Er arbeitet gut mit dem Knie. Gute Gerade. Ach, mach dich ab, ey. Er schafft es wieder auf die verdammte Mist. Schlag zum Körper, aber geblockt. Ja, sauberer Kick zum Körper. Oh, ein Roundhouse-Kick ins Nichts. Ah, da geht das Knie zum Körper. Oh, da steckt er ein paar harte Knie ein. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kämpfen sie mit. Was fand das? Mach dich ab! Noch eine Minute 30. Ich will nicht verlieren, ey. Er wechselt in die North-South. Junge!
Jetzt kann er die Submission durchziehen. Nur noch 20 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, ob es... Scheiße! Funktioniert nur mit der Submission. Ey. Dann gucke ich gleich nochmal nach. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Carlos. Ciao. Oh, Mensch. Ladies and Gentlemen, Referee Eve Living has called a stop to this contest. At 4 minutes, 52 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out due to a reverse triangle. Magic Man! Magic Man holt sich heute Abend den Sieg durch Submission.